Hallo und herzlich willkommen zurück zu Icarus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr seht's, ein neuer herrlicher Morgen über Icarus. Die Sonne geht jetzt langsam auf, kommt hinter den Bergen hervor, wird irgendwann auch mal unser Haus bescheinen, ne? Solange ist es noch ein bisschen dunkel. Und das erinnert mich auch an was, jemand gesagt hatte, und zwar sind meine Videos zu dunkel. Beziehungsweise in meinem Haus ist es einfach zu dunkel. Und vielleicht können wir das ändern. Wir werden mal gucken. Aber erstmal haue ich hier noch ein bisschen Erz rein. Holz haben wir genug. Und wir lassen das halt hier einfach einschmelzen. Zack, zack, zack. Genau. Hupsala, entschuldigt bitte. Oh, der kam etwas unerwartet. Gut. Wir hatten ja gesagt, wir haben ein neues Level erreicht und gehen als erstes mal in die Talente. Hier habe ich auch in den Kommentaren gelesen, die Punkte hier reichen nur, um zwei Bäume voll zu machen. Also muss man sich tatsächlich, also man kann das auch zurücksetzen mit diesen Respect-Punkten, aber man muss sich hier schon überlegen, was man macht. Und ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich glaube, es gab auch noch irgendwas mit zusätzlichen Erfahrungspunkten. Geteilte Erfahrung, okay, das brauchen wir nicht. Was ist das? Erkundung. Weniger Wasser, weniger Nahrung, maximale Gesundheit. Gewicht. Ausdauerverbrauch durch Sprünge, Sauerstoffverbrauch. Schwimmen. Bewegungsgeschwindigkeit in der Nacht. Aha. Okay, das klingt jetzt alles nicht ganz so, als ob ich es bräuchte. Hier hatten wir mit... Punkte wollte ich auf jeden Fall hier rein verteilen. Und zwar für Gewehrmunition. Und mit einer höheren Nachladegeschwindigkeit. Obwohl ich mir das mit den Schrotflinten vielleicht auch noch holen würde. Und die Pistole dann vielleicht, ja, irgendwann mal wegschmeiße. Weil ich glaube, die Schrotflinte, ja, ist dann halt doch deutlich effektiver. So, plus 15% gewonnene Erfahrung. Na, das nehmen wir auf jeden Fall. Gut. Kriegen wir auf jeden Fall mehr davon. So, jetzt haben wir Rang 3. Ich wollte auf jeden Fall... Oh, ich hätte ja gern das beides, ne? Die Frage ist nur... Biospritlampe. Steht da null Aluminiumblöcke? Okay. Dafür bräuchten wir aber dann schon Glas. Das wäre vielleicht das nächste in, also das nächste in die Richtung, in die ich gehe. Oder, ja, Glas zu produzieren. Was ist denn das? Ein Biospritofen. Ach so, zum Kochen, okay. Verbesserte Textilmangel, Räucherkammer, kleine Eisenkiste, Werkbank für Glasarbeiten. Und Konstruktionen aus Glas. Aber kann ich, also habe ich dann damit Glas freigeschaltet? Ein Glasgefäß. Und eine Glasflasche. Looks perfectly capable of storing numerous liquids. Mhm. Interessant. Ja, dann würde ich vielleicht das nehmen, oder? Gibt's auch Bärenkonfitüre? Ach, das kann man dann wahrscheinlich in die Gläser machen. Okay, alles klar. Lagermodul. Wir können ja auch mal gucken, wodurch wir vielleicht mehr Erfahrung kriegen. Durch Wein auf jeden Fall nicht. Ja, und hier hätte ich halt gerne, ne, wenn mal angezeigt werden würde, wie gut Brot ist. Also was Brot dann am Ende für Modifikatoren bringt.
Gut, bevor wir jetzt aber zu lange uns hier aufhalten, würde ich sagen, wir gehen mal hier hin. Dann haben wir schon den Basisbausatz für Glasgebäude. Okay, nice. Das ist eigentlich ganz nice. Wir haben sogar Betongebäude. Okay. Okay, interessant. Aber ich würde trotzdem vorher Schrotflinte noch nehmen. Und das Erste, was wir machen... Achso, jetzt habe ich nicht nach der... Na gut. Brauchen wir noch mehr Erfahrungspunkte. Jetzt habe ich nicht nach der... nach der Lampe geguckt oder nach den Lampen. Aber ich glaube, das geht auch noch so, oder? Gut, wir haben... wir bauen erstmal die Schrotflinte. Die ist hier. Dafür brauchen wir nochmal gehärtetes Leder und dafür brauchten wir Baumharz. Baumharz, normales Leder. Baumharz, normales Leder. Und zwar wie viel? 6 Leder und 2 Baumharz. Ist das für... Das jetzt einfach rein. Und warten ab, bis 2 fertig sind. Zur Not produzieren wir halt... Ah, wir können ja ein bisschen mehr produzieren. Ne? Gibt ja Erfahrungspunkte. Nehmen wir mit. Gut. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was ich noch brauche. Veredeltes Holz haben wir hier. Dann... Stahlbarren, Epoxid ist da drüben. Also brauchen wir nur noch Stahlbarren. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Stahl über. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ja. Wir können in der Zeit aber schon mal Kupfernägel anwerfen, weil davon wird man ein paar brauchen. Obwohl, so viele vielleicht nicht. Ich würde sagen, wir machen mal 30, also 300. Genau. So. Oh, ich brauche 26 Stahlbarren. Okay, na, dann müssen wir doch nochmal die Produktion anwerfen. Dann müssen wir doch nochmal die Produktion anwerfen. Titanblock können wir da drüben machen. Gut, hier schmilzt aktuell nichts ein. Das heißt, wir können das deaktivieren. Aber wir müssen nochmal Stahl produzieren. Das ging über Rohstahl, ne? Exakt. Und das ging mit entweder Eisenbarren oder Eisenerz. Okay. Das Epoxid hatte ich jetzt mitgenommen. Ja, dann fehlt eigentlich nur das gehärtete Leder. Auf jeden Fall schon was produziert. Nehmen wir mit. Und dann machen wir uns unsere erste Schrotflinte. Schauen gleich mal, was wir dann an Munition noch so brauchen. Gut, dafür packe ich die Pistole jetzt in den Schrank. Ich weiß es nicht genau. Wir brauchen... Oh, wir brauchen Epoxid. Wir brauchen Epoxid. Lassen wir hier die Knochen. Nehmen wir hier mal ein paar Knochen raus. Und lassen da ein bisschen gemahlene Knochen machen. Und die Knochen ja aktuell eh für nicht mehr so viel. Außer halt eben dafür. Max. 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 Jetzt geht's nochmal. So. Lassen wir das mal durchlaufen. Ja, wie viel können wir denn machen? Aktuell gar nichts, wenn es die Kupfernägel fehlen. Nehmen wir mal mit. Und Max 10, also 50 Schuss können wir machen, weil Gießpulver fehlt. Ist klar. Bisschen was liegen. Wie viel braucht das denn? 21 für 5 Mumpeln? Okay, normalerweise ist 5.
Aber gut, das ist schon ganz schön viel, ne? Gut, dann machen wir uns erstmal 60 Schuss. Das kommt damit rein. Das. Obwohl, warte. Nee, die Stallwaren nehme ich mal wieder mit raus. Kupfernägel kann ich eigentlich hier drin lassen. Das veredelte Holz kommt hier nicht rein. Das gehärtete Leder. Na, ich lasse es erstmal hier drin. Okay. Okay, okay, okay. Ich lasse es erstmal da drin. Wo ist denn meine Wasserflasche? Ach, die habe ich noch unten drin. Wie könnte mir das nur passieren? So, dann will ich die natürlich auch einmal ausprobieren. Nee, das packen wir hier rein. Genau, da ist auch schon der Bogen drin. So, das ist unsere Notfallwaffe. Wir nennen es mal Notfallwaffe. Und dann hätte ich gerne Spaß dran. Da müssen einfach 7 Schuss rein. Okay. Da ist ein Hase. Da ist ein Wolf. Okay, also eine Mumpel, 75 Schaden. Und davon, ich weiß gar nicht, 4? Kann das sein? Habe ich das richtig gesehen? Ja, das macht Spaß. Das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Gut, also wir haben ein bisschen was in der Produktion. Wie sieht es hier mit Biosprit aus? Der hält noch für eine knappe Stunde. Okay, das lassen wir auch noch so laufen. Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal nach einer Mission. Abgeschossene Drohne. Vor allen Dingen leicht. Okay, die ist schwer. Da müssen wir auch wieder bauen. Wollen wir es probieren? Ja, komm, wir probieren es nochmal. Das Bauen ging ja beim letzten Mal. Und dieses Mal nehmen wir uns auch ein bisschen was vorher mit. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich das reingepackt hatte. Wir nehmen uns auf jeden Fall mal ein bisschen Holz mit. Genau, noch ein bisschen Holz, noch ein paar Fasern. Ja, exakt. Noch ein paar Fasern. Damals nicht ganz so viel, weil ich alles in die in den Biosprit Dingens geschmissen habe. Und wir wollten die Teile noch mitnehmen. Die waren hier. Das. Nüden. Rampen. Seitenteile. Und hier haben wir auch noch ein paar Fasern. Und Holzbalken. Ja. Stark. Stark. Sieht gut aus. So können wir eigentlich losziehen. Nur mal gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Ach, das ist wieder da. Okay. Gut. Ich hoffe, wir schaffen das. Ja, war schon irgendwie klar, wenn es eine schwere Mission ist, dass das dann in diese Richtung geht. Aber genau, da können wir uns fürs letzte Mal revanchieren. Ist zwar leider nicht die gleiche Aufgabe, aber die gleichen Tiere werden ja vermutlich da sein. Aber diesmal müssen wir was bauen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil da können wir das gleich mal testen. Was ich ja angesprochen hatte, dass wir uns einfach ja, quasi eine kleine Base bauen. Und uns da verschanzen. Ne, wir bauen dann einfach den... So, nee, ich sollte aber... Genau, das sollte ich auf jeden Fall tun. Abbauen eigentlich nicht, aber ein bisschen, aber Schwefel können wir immer gebrauchen. Nee, ich will noch ein paar Fasern mitnehmen, weil im Schneegebiet gibt es keine. Und Terry sollte ich vermutlich einbauen. Das erscheint mir zumindest am sinnvollsten.
Oder ich lasse ihn einfach vorher stehen. Das geht natürlich auch. In der Hoffnung, er wird nicht angegriffen. Ach so, stimmt, 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 stimmt. Das hattet ihr gesagt. Ich soll ihn auf passiv stellen. Oder auf defensiv? Aber ich glaube, ich habe ihn jetzt auf defensiv gestellt, ne? Dann greift er wohl auch Gegner an. Gut, dann kann ich ihn vielleicht auch alleine stehen lassen. So, wenn wir ins Schneegebiet quasi reingehen. Damit wir nicht Gefahr laufen, dass auch Terry 2 bzw. Jolly Jumper getötet wird. Weil das wollen wir nicht. Ich will das ganze Zeug nicht wieder craften. Nicht schon wieder. Gut. Wie viel passt... Oh. Nein! Oh. Oh, jetzt dachte ich, ich glitsch durch die Map. Jetzt war ich schon kurz vorm Ausflippen. Gott sei Dank. So, noch ein paar Fasern mitnehmen, weil wie gesagt, die gibt es im Schneegebiet nicht. Oder vielleicht nur selten, aber ich würde jetzt mal einfach vermuten, die gibt es gar nicht. Gut. Nehmen wir jetzt so viel mit, wie wir noch tragen können. Inventar. Ja, doch, das ist ein bisschen was. Das sollte reichen. Dann geht's weiter. Aber ich kann oft auf Jolly Jumper nicht schießen. Das ist ein bisschen schade. Das ist wirklich ein wenig schade. Und auf dem Rückweg, wenn wir denn den Rückweg schaffen, können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Schwefel mitnehmen. Weil wenn ich überladen bin, stört das ja das Pferd nicht. Und da packen wir uns dann noch richtig voll. Packen wir uns noch richtig voll mit Schwefel. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir es jetzt mit einem Eisbären aufnehmen könnten. Mit unseren Waffen. Aber wahrscheinlich auch nur mit Schleichbonus und also für den ersten Schuss, ne, mit Headshot. War hier nicht beim letzten Mal einer? Oder war der noch ein Stück weiter oben? Da ist auf jeden Fall ein Wolf. Okay. Da ist ein Wolf. Gut, dann lasse ich Terry, glaube ich, hier stehen. Oh. Okay. Verdammt! Ja, jetzt bin ich eine ganze Weile ruhig geblieben, aber... So eine Scheiße. Ernsthaft. Ob ich es noch schaffe, Terry zu retten? Ne, also den ganzen Scheiß crafte ich mir nicht neu. Sorry, aber... Nein, den ganzen Scheiß crafte ich mir nicht neu. Ausdauer regenerieren. Wir müssen hier lang. Ja, greif mich ruhig an. Oh, ich hoffe, ich schaffe das noch bis bevor Terry stirbt. Wo
sind wir mapmäßig? Oh, wir müssen noch eine ganze Ecke weiter. Gut, also ich denke mal, mein Zeug kann ich mir relativ problemlos holen. Die Frage ist halt, wie gesagt, ob Terry das Ganze überlebt. Ich glaube, dafür bin ich nicht schnell genug. Ich glaube, dafür bin ich nicht schnell genug. Ja, der Damage, den Terry da kassiert hat, der ging noch. Der war jetzt nicht so extrem. Okay, jetzt haben wir eine infizierte Wunde, glaube ich, ne? Ich kann es eh nicht herstellen. Okay, das ist nur eine Gemse. Gut, hoffen wir jetzt, dass ich mich da irgendwie vorbeischleichen kann. Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen dumm, ne? Also ein bisschen ist gut. Ist eigentlich sogar sehr dumm. Jetzt hier lang zu laufen. Ohne jegliche Waffe, ohne jegliche Ausrüstung. Aber ihr kennt mich. Ja. No risk, no fun. Ja, Terry ist tot. Ganz offensichtlich. Ah, hier ist mein Bag. Alles mit. Oh gut. Das kommt da rein. Das nehmen wir wieder damit hin. Und dann sind wir ausgerüstet. Dann will ich nochmal kurz gucken. Terry ist hier. Mit drücken nehmen. Ah shit, das ganze Schwefel ist weg, ne? Okay. Verdammt. Ich hätte einfach vorbeireiten sollen. Macht es da Sinn, das überhaupt zu probieren? Also ich habe ja gegen die Bären ja echt gar nichts irgendwie in der Hand. Klingt die von alleine ab? Eine sehr stark infizierte Wunde. Nett. Gut, nee, dann würde ich sagen, kehren wir erstmal wieder zurück nach Hause. Auch wenn mir das echt... wenn das echt schade ist. Auch wenn das wirklich, wirklich schade ist, aber diese Mission ist, glaube ich, nicht schaffbar für mich auf dem... aktuellen Level. Ja. Gut. Also wir bekommen in diesem Spiel auf jeden Fall immer wieder unsere Grenzen aufgezeigt. Ah, der Bär ist aber auch übel, oder? Ich weiß gar nicht, funktioniert bei dem die Taktik, dass man um den drumherum rennt. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, der trifft mich aus jeder Position. Ich habe jetzt auch tatsächlich ein bisschen Glück, was den Sturm angeht. Der ist nicht ganz so schlimm. Und sollte auch gleich vorbei sein. Im Zweifel kann ich mir noch ganz schnell eine Hütte bauen. Das Zeug dafür haben wir ja dabei. Ach Mann, das ist echt ärgerlich. Dann müssen wir halt produzieren und jagen gehen. Das nützt ja nichts. Ah, ich hätte halt Bock drauf, das zu probieren, aber es ist halt... ah. Ja, mit so einer... ja, also in unserem jetzigen Zustand sowieso nicht, ne? Wir sind hier vollkommen verletzt, aufgeschlitzt und was weiß ich nicht noch alles. Das sollten wir definitiv nicht probieren. Aber irgendwann will ich das nochmal machen. Ich meine, die hat keine Zeitprio, ne? Also die können wir jederzeit machen. Müssen mal gucken, dass wir uns noch ein bisschen besser ausrüsten. Ja, vielleicht bessere Rüstung. Ich meine, er hat dreimal hingehauen, da war ich hinüber, ne? Was hat die denn hier für physischen Widerstand?
10. Also wir gucken da mal im Technikbaum, was dann so das nächst bessere ist. Ja, gibt ein bisschen Erfahrungspunkte. Müssen wir mitnehmen. Müssen wir einfach mitnehmen. Was haben wir hier? Okay, das ist irgendwas, was wegrennt. Da laufe ich jetzt nicht hinterher. Ja. Das ist halt echt ärgerlich. Ich meine, wir haben diesmal ein bisschen Glück gehabt, weil wir halt die komplette Ausrüstung noch wieder bekommen haben. Aber das geht natürlich nicht immer so. Man hat es ja, bei der Drohnenmission gesehen. Das ging ja komplett in die Hose. Gut. Und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, die Schrotflinte, die macht echt wenig Schaden. Also wenig ist es nicht, ne? Aber es ist halt auch nicht so viel. So, gemahlene Knochen haben wir gemacht. Da wollten wir Epoxid draus machen. Wir können nochmal Schießpulver machen. Den Samen packen wir hier rein. Fasern eigentlich auch. Okay, das passt dann nicht mehr. Holz kommt hier rein. Die Holzteile kommen wieder hier rein. Und die restlichen Fasern. Ja, komm jetzt erstmal hier mit dazu. Gut, dann schauen wir mal. Dann brauche ich nämlich ein Nähset. Brauche ich natürlich Fasern. Warum habe ich die überhaupt weggetan? Knochen und Leder? Ja. Genau, wir müssen nämlich die eine Wunde verbinden. Hier. Konsumieren. Dann haben wir zumindest die tiefe Wunde weg. Und für das andere bräuchten wir Antiparasitika. Aber das machen wir jetzt nicht. So, gucken wir hier mal. Das ist mit Platin. Ein Rinderpackgeschirr. Nicht reitbar. Ach, für Buffalo. Okay, steht da. Genau. Oh, hier gibt es auch Granaten. Okay. Okay, das klingt schon irgendwie cool. 1,5 oder nee, 1000 Damage ist schon, das ist schon nice. So, hier haben wir ein bisschen mehr physischen Widerstand. Gehärtetes haben wir Gesundheits- und Ausdauerregeneration erhöht. Und das hat auch auf jeden Fall ein bisschen mehr Widerstand, ne? Allein die hat 14 statt 10. Jägerbrustpanzer hat 12. Könnten wir auch machen. Das ist arktisch, aber das ist. Genau, brauchen wir die Blaupause dafür. Also das hier klingt eigentlich schon ganz nice. Das gehärtetem Leder. Wie gesagt, ein bisschen mehr physischen Widerstand. Alles andere ist mir eigentlich erstmal egal. Was ist denn das? Kaltstahlbolzen. Oh, mit Frostdamage. Okay. Kaltstahlaxt. Recurve-Bogen. Mit Carbonpfeil. Hm. Aber davon sind wir ja eigentlich weg, ne? Nee, gut. Nützt ja alles nichts. Wir brauchen Erfahrungspunkte. Wir brauchen irgendwie Erfahrungspunkte. Wie? Wie machen wir schnell Erfahrungspunkte? Indem wir erstmal ein paar Schränke machen, oder? Holz, Leder, Kupfernagel, Seil. Seile, Leder. Holz,
Und Kupfernägel. Dann machen wir noch ein paar Schränke erstmal. Nee, die wollen doch um. Die habe ich doch. Habe ich doch hier gelassen. Die 100 mit. Wir machen uns mal. Weiß ich nicht, drei Schränke. Haben wir nicht genug Holz? Jetzt haben wir genug Holz. Ach komm, wir machen gleich 5. Passt schon. Und den Rest packen wir erstmal wieder hier rein. So. Schränke. Nee. Genau, weil dann können wir da einfach ein bisschen was. Wir lassen einfach laufen und packen es in die Schränke. Das würde ich so sagen. Das klingt doch nach einem Plan, oder? So. Wir könnten hier noch einen Schrank hinmachen. So. Wir könnten. Ah ne, da steht dann eine Tür, das gefällt mir nicht. Aber hier kann einer hin. Hier kann einer hin, da kann dann zum Beispiel das Zeug hier rein. Und da können wir einfach die Produktion laufen lassen. Ich meine, Holz haben wir genug. Ich glaube, mehr als Holz braucht man auch nicht. Und im Zweifel sammeln wir einfach neues Holz. Ich meine, wir haben genügend vor der Haustür. Das ist ja im Prinzip der Tipp, den ihr mir auch immer gegeben habt, ne? Macht das einfach. Oha. Krieg ich 5 Stück raus. Das wird viel. Also, wie kann ich gar nicht mit einmal produzieren? Na, wir können den Rest erstmal hier lassen. Und das. Okay, das dauert. Das dauert. Gut. Wir haben noch mehr Schränke. Was können wir denn hier laufen lassen, was einfach vor sich hin läuft? Kupfer brauchen wir ja doch ab und zu mal für Kupfernägel. Noch ein Kanister brauchen wir auch nicht. Ich glaube, hier gibt es eher weniger, was man einfach so random durchlaufen lassen kann. Wir brauchen eigentlich noch, wir brauchen noch ein bisschen Rohstahl. Dann lassen wir hier doch einfach noch ein bisschen Rohstahl durchlaufen. Das einmal so. Mit Kohleerz. Könnt ihr mit Kohleerz machen. Dann geht das nicht. Ach, okay, deswegen. Gut. Er kann eigentlich auch hier bleiben. Genau, dann packen wir hier. Das weiß ich, packe schon mal das Baumharz weg. Das passt perfekt in eine Reihe. Das wird jetzt produziert. Das Epoxid können wir eigentlich auch. Oh, ich hab's nicht mitgenommen. Epoxid und Schießpulver. Oh, erst Wolf. Sorry, Wolf. Also eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich mich immer entschuldige, ne? Das hat ja schon einen Grund, warum ich das mache. So, ach da. Ich wollte gerade sagen, der bleibt doch hier. So, rein da. Wolf. So, dann können wir nochmal in den Biosprit-Komposter gucken. Der ist voll. Nehmen wir den mal raus und wechseln den. Weiter geht's. Wird keine Pause gemacht. Ich lasse den mal liegen. Ich lasse das mal liegen. Vielleicht kommt ja doch mal ein Wölfchen angelaufen. Gut. Rohstahlproduktion ist am Laufen.
Rohstahlproduktion läuft. Wir könnten noch ein bisschen gemahlenen Knochen machen für Epoxid. Das lasse ich mal da. Hier waren noch Knochen drin, exakt. Unten habe ich ja auch noch welche. Also ich habe noch ein bisschen... Ein bisschen ist auf jeden Fall noch da. Die restlichen 100 packen wir auch einfach mit hier rein. Ja, schön. Okay. Das ist vielleicht der Weg, den wir gehen sollten. Und dann machen wir... Wartet. Dann machen wir hier noch Schränke hin. Dann machen wir aus... Was können wir eigentlich mit Fell machen? Kann man da irgendwas Gescheites mitmachen? Okay, das gefällt mir da nicht so. Ah, hier könnten wir vielleicht noch einen hinstellen. Da passiert ja eh nichts. Vors Fenster. Genau, dann können wir nämlich hier sowas wie Nägel. Das ist ja quasi schon fertig produziertes. Das kann da mit rein. Was haben wir denn hier? Das kann vielleicht raus. Titan, Aluminium. Also das hier kann eigentlich alles raus. Das brauchen wir hier drin nicht. Damit können wir eh nichts anfangen. Können wir den auch wieder ausmachen. Und ich packe einfach mal alles hier rein. Ja, ihr seht, der Monk kommt wieder durch. Es muss alles sortiert werden. Da. Fangen wir noch eine neue Reihe an. Hier ist Stahl. Hier ist Platin. Titan. Und hier ist Gold und Aluminium. Schön. Sehr gut. Hat alles seinen Platz. Den Wolf habe ich erwischt. Ah, er hat meine Gemse, meinen Gabelbock aufgefressen. Wisst ihr, was wir nächste Folge machen? Wir holen uns einen Moor. Der kann zwar nicht ganz so viel transportieren, ist aber, soll aber mehr Ausdauer haben. So, das nehmen wir mit. Dann packen wir hier gehärtetes Leder rein. Hier kommt noch normales Leder rein. Baumharz hätte ich hier. Genau. Ja, dann machen wir eine zweite Reihe. Und das Fleisch kommt da rein. Na, das waren Fasern. Nein. Denk an die Knochensichel. Es ist aber auch manchmal echt hummelig hier. So, besser. Und dann packen wir die Fasern einfach hier mit rein. So, kommen hier noch mit rein. Und dann haben wir alles sortiert. So, und überall sollte jetzt ein bisschen was laufen. Oder? Ja, wir können hier noch Seile machen. Komm. Lassen wir einfach durchlaufen. Gut ist. Hier läuft was. Hier kann nicht viel laufen. Hier läuft auch nicht so viel. Das gehärtete Leder. Das gehärtete Leder. Nicht hier rein, gell? Wo hatte ich jetzt das? Hier. Jetzt hätte ich mir... Gibt's auch solche... Gibt's so Schilder zum Beschriften? Hoffe doch. Oh, was ist da hinten? Ist irgendein Tier, was nicht wegkommt. Ein Hase war's.
Okay, wo bist du? Wo bist du? Ich finde ihn nicht. Okay, war das, das war schon wieder so verzögert, oder? Das bilde ich mir doch nicht ein. Okay, bin ich mir ziemlich sicher. Gut, dann ja, ist in dieser Folge nicht ganz so viel passiert. Aufgrund der tageszeitlichen Bedingungen würde ich jetzt auch einfach sagen, wir machen für heute Schluss. Also für diese Folge Schluss. Und wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, auch wenn nicht so viel passiert ist, dann lasst natürlich gern Like und Abo da. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.